Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Wir haben eine Release-Woche vor uns, wo wir reinblicken werden. Heute und in den kommenden Tagen. Wir starten jetzt mit T, denn der hat das nächste kleine Snippet von der EP, die glaube ich auch heute rauskommt, gedroppt. Wir haben das erste Snippet schon angesehen, meine Reaction dazu ist online, oben im i findet ihr den Link dazu. Jetzt haben wir die Songs Virigarurumon, das denke ich ist ein Digimon. Ich bin leider nicht so sehr into Digimon, als Kind gerne geguckt, aber das meiste halt als zu junger Flo mitbekommen, dass ich die Namen noch weiß. Und ach komm, die Beats sind wieder von Flixi, wir sind gerade noch in der Premiere, wir hören aber direkt rein, wir werden uns gleich auf jeden Fall noch Kolle geben und vielleicht noch was vom Farid-Album, also bleibt auf jeden Fall noch wach, wenn ihr könnt, und dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein. Das wird auf jeden Fall nicht das letzte sein, was wir uns von der EP gegeben haben werden. Wir können uns ja gerne ein, zwei Songs auch noch so anhören in voller Länge, aber jetzt erstmal haben wir das nächste kleine Snippet, worauf ich mich sehr freue. Danke an alle, die am Start sind. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Supportet sehr in letzter Zeit, freut mich wieder. Wir hören rein. Let's go. 5, 4, 3, fuck it, let's go. Ey, sorry, ne, aber ich feier das so krank, wenn du diese geilen, lustigen Texte machst. Also dieses geile, lustige einfach, du weißt. Ey, das erinnert mich sehr an Kolle, muss ich sagen. Die Stimme hört sich ein bisschen an wie die von Nia. Ich weiß nicht, ob er es ist, aber es erinnert mich sehr an Kolle, diese zweite Person, die so aus der Stan-Sicht spricht. Weiß schon. Auch mal sowas wie Digimon sagen oder so. Kaputte Schuhe. Das ist so geil. Ist nicht Nia. Ich feier das so geistkrank, sorry, ne? Geil. Ich stoppe fucked up Chucks, während du mit deinen Schuhen protzt. Beast Boy, wow, yeah. Ich komme löchern in den Jeans, so wie Virigarurumon. Oh, Virigarurumon. Virigarurumon. Garuru, aber hier Garurumon. Ich hab's vielleicht auch einfach falsch ausgesprochen, ich weiß es nicht. Aber ey, die Melodie gefällt mir sehr, das ist so ein sehr rockiger Vibe. Hey. Während du mit deinen Schuhen trotz. Ich komme löchern in den Jeans, so wie Virigarurumon. Ey, geil, Mann. Okay. Pinocchio sagt, ich sei wack. Okay. Und seine Nase, sie wächst. Ey, geil, Mann. Geile Zeile, ey. Aber solche simplen Sachen liebe ich. Pinocchio sagt, der Typ da wäre wack. Und seine Nase, sie wächst. Geil. Coole Zeile, Mann. Und ich mag diese Adlibs, die er reinpackt in dieser höheren, jetzt hier von Papagei-Stimme, sehr gerne. Okay, und seine Nase, sie wächst. Bei Smash Bros. Wird jeder Angriff getaggt. Ich find mich cool und ich hab immer recht. Ich war nie ein G, doch ich bin ein Genie. Okay, ja. Mir meine Wünsche wie ein Genie. Ich hatte mich gerade sehr an, tausendmal cooler, glaube ich, oder? Tausendmal cooler X. War das Baller bei tausendmal cooler drin? Ich weiß ja, aber anders ähnliche Musikvideo von der Kameraführung. Gefällt mir sehr. Du arbeitest mit Pfeifen wie ein Schiri. Und ich work, 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 so wie Riri. Oh, ey, geil! Also erstmal natürlich die Rihanna Work Song Line, nice. Dann, du arbeitest mit Pfeifen wie ein Schiri, weil ein Schiri eine Pfeife im Mund hat. Ich finde den Vibe aber gerade so geil, das ist so was Entspanntes irgendwie. Und ich work, 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 so wie Riri. Aber nicht so dieses, ich will nicht sagen ganz gemumbelte so, aber dieses eher genuschelte, was Tidal manchmal macht, das fühle ich nicht so, deswegen ist das gerade geiler für mich. Du bist wie ein High Five, denn du bist nichts als ein Abklatsch. Ich bin wie ein High geil. Five, wenn ich mit vier anderen Gras pack. Fick mal euren... Ey, geile Zeile. Zeitgeist, denn der Shit ist mir zu Standard. Fühl mich wie ein Zeitreisen, das Sack in der Vergangenheit. Du flexst mit deiner Rolex, ich flex mit Shiny Onyx. Real Talk, wenn ich wollte, wär ich Chef in diesem Showbiz. Das fühle ich maximal gerade, weil das ist einfach das von Tadel, was ich liebe. Wir haben eine gute Melodie, wir haben coole Texte irgendwie. Du flexst mit deiner Rolex, ich flex mit meinem Shiny Onyx. Ey, damals, ich weiß noch, als ich das erste Mal das rote Gyarados bei Pokémon Gold gefangen habe, auf dem Game Boy Color, dachte ich wirklich, ich habe ein Shiny Pokémon. Also ist es ja auch, aber ich dachte, dass das Gyarados normalerweise nicht rot ist. Real Talk, wenn ich wollte, wäre ich jetzt schon auf dem Mars. Doch leider spiel ich lieber bis das Smash und schreibe Bars. Chucks, während du mit deinen Schuhen protzt. Ey, das ist wirklich für mich bis jetzt ein 10 aus 10 Song, muss ich sagen. Da fühle ich alles. Da fühle ich alles. Boy. Die Hook ist eine 10 aus 10. Für mich, in meiner Opinion, ist die Hook eine 10 aus 10 einfach. 10 aus 10. Ey, so sympathisch ist das Video so immer, Team.
Pinocchio sagt, dass du ein Keck bist. Und seine Nase, sie wächst nicht. Ey, ich liebe solche Callback-Zeilen bei T. Ich liebe solche Callback-Zeilen, wenn er sich auf was Früheres vom Song bezieht und das umdreht mit einem leichten Twist. Alles, was du machst, ist aus Plastik. Alles, was ich mach, pure Magic. Ihr Mizzet Kids könnt sagen, was ihr wollt. Ich hab jahrelang geballt und darauf bin ich stolz. Mann, ich liebe, was ich mache und häng tagelang im Wald. Schreib Notizbuch nach Notizbuch mit genialen Sachen voll. Ich liebe die Stimmlage und den Flow einfach gerade. Also wirklich, das ist für mich 100% der Geschmack bei T, den ich einfach fühle. Ich schmeck doch mal kurz. Das ist der Geschmack, den ich fühle. Du träumst von mehr, doch wie es durchstößt sich von der Eisscholle. Kannst dich... Oh, du träumst von Meer, also von Wasser, aber auch von Meer, dass du höher weiterkommst. Doch Beast Boy stößt sich von der Eisschorle. Du mal dran gewöhnen, dass es nicht sein sollte. Sie staunen, sie hassen und sie klauen in dieser Reihenfolge. Meine Mucke ist am... Sie staunen, sie hassen und sie klauen in dieser Reihenfolge. Real Talk. Erst staunen sie, dann hassen sie dich, weil du mehr hast, weil du krasser bist, weil du irgendwas hast, was sie nicht haben. Und dann versuchen sie sich dran zu bereichern irgendwie, da auch zu hinzukommen mit unfairen Mitteln. Pappen mähnlich wie ein Maiskolben. Sie hasseln für die Goldplatte, doch drauf gekackt. Meine steht im Flur und wird seit Wochen noch nicht ausgepackt. Keiner von okay. den Rappern kann mich toppen. Es ist Beastie zu dem Boy, ich hab die Messlatte zum... Ich glaube, tausendmal cooler ist Gold gegangen. Okay, jetzt haben wir den Change. Ey, aber warte mal. Ich glaube, ich bin auch der schlauste Mensch, den ich kenne. Ich werde mir da heute Nacht vorm Schlafen gehen ernsthaft Gedanken drüber machen. Bin ich der schlauste Mensch, den ich kenne? Weil ich habe gefühlt am Tag mit sehr vielen Idioten zu tun. Ich werde mir darüber mal Gedanken machen, Freunde. Macht euch darüber mal Gedanken. Denkt mal drüber nach. Seid ihr selbst der schlauste Mensch, den ihr kennt? Oh, der Beat, wow. Okay, ich muss sagen, also der Einstieg und auch dieses Geschrieene fühle ich halt gar nicht so. Also es geht gut nach vorne, der Beat knallt gut, ja, ich check die Atmo so, aber das ist für mich privat jetzt nichts, was ich mir pumpen würde. Okay, ey, der Flow ist aber eine 1 plus mit einem dicken Sternchen. Da sehe ich hier so einen coolen Stern. Bei Lauras Stern habe ich kurz ausgepackt. Du schreibst in einem Kommentar, ich sei cringe und hast offenbar nicht geblickt, dass du Opfer gerade da sitzt und den Kommentar über mich in die Kommentarspalte tippst, während dich mal kenne und ballest du wie ein King. Real Talk, ey, sehr, sehr gut, Mann. Du sagst, ich sei cringe, dabei nimmst du gerade deine Zeit aus deinem Tag raus, um mir was Negatives zu schreiben, so, obwohl ich dich nicht mal kenne. Da muss ich immer an die Szene aus Endgame denken, wo Wanda zu Thanos geht und sagt, du hast mir alles genommen. Und er sagt einfach die Baba-Zeile Real Talk, da hatte ich Gänsehaut, auch habe ich immer noch Gänsehaut. Wenn er dann sagt, ich weiß nicht mal, wer du bist. Ey, einfach Gänsehaut-Zeile. In deiner Story sieht man zufällig dein Band. Deine Single trifft ganz zufällig den Trend. Ach komm, ey, okay, geil, Mann. Diese ganzen gehypten Rapper, die so nach dem Schema X gehen und dann alles da so Copy-Paste-mäßig machen. Geil. Verdammte Songwriter, den Trend. Mega lecker, ey, diese Adlibs, mega lecker. Während du hast, hab ich mich hatest und ich schüttel nur den Kopf und frag mich, was ist das für ein Leben? Die machen's für die Bills, für die Karren und den Schmuck. Ich mach es, weil ich will, weil ich kann und weil ich muss. Ich muss sagen, also wie gesagt, vom musikalischen her nicht so meins gerade, aber textlich ist es 100%, dass ich bei T halt einfach fühle. So. Ich werd manchmal gedisst, denn die Gagos haben Frust, aber ich bin grad am Chillen, also klappe zu, du Schmutz. Ich kann's nicht oft genug. Ey, wie geil! Wie geil, von Monte einfach so reingepackt. Aber da kann ich um Schmutz, Digga. Geil! Ich bin grad am Chillen, also klappe zu, du Schmutz! Ich kann's nicht oft genug betonen, ich bin der Baller der Nation und dazu konstantin am Grow. Alle Jungs und Mädchen. Oh, ey, das fühle ich auch, muss ich sagen. Ich bin der Baller der Nation und dazu constantly am Flown. Einfach so ein guter Reim. Baller der Nation, constantly am Flown. Weil ein englisches Wort manchmal so gut passt einfach. Jetzt wollt zu meiner Show und in der Crowd wird mehr geschehen als in einem Knossi-Video. Alge. Guck, die du geklaut hast. Alge. Das hast du vorher nie gehört. Ach komm. Es steht normal people scare me auf deinem Shirt. Ach komm. In jedem Video Autos und ey, die Powerpuff Girls, ich hätte das. Nice, das Sweater.
geil, Mann. Ey, Real Talk, so ein bis jetzt so eine gute EP und auch so gute Songsnippets, die wir gehört haben bis jetzt. Wie gesagt, beim ersten habe ich alles gefühlt, textlich, flowlich, gerade aber auch musikalisch, also stimmtechnisch habe ich das sehr, sehr enjoyed. Beim zweiten, das war einfach nicht so mein Ding, dieses geschrieene, laute, sehr krass nach vorne gehende, ist nicht so meins, aber textlich habe ich das sehr gefühlt, weil ich es liebe, wenn er so die 0815-Rapper zunichte macht oder einfach so sein Schwanneck auf den Tisch haut und sagt, ey, so sieht's aus. Kurz mal Retalk gemacht, auf eine coole Art und Weise auch. Geil, Mann, ich fand am Ende das cool. Ich fand im ganzen Track, in den ganzen beiden Tracks, die Adlibs extrem nice und sehr angenehm. Auf Tees Humor fühle ich sehr, die Vergleiche waren geil. Am Ende das mit Knossi und Monte fand ich cool und ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden, Mann, und freue mich sehr auf die EP. Ich will das Video schnell raushauen, Freunde, deswegen vergebt mir, dass jetzt ein schnelles Outro kommt. Aber ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer. Lasst gerne auch noch oben da, schreibt einen netten Kommentar, supportet mich immer sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Jetzt gleich kommt Colin noch online. Ich freue mich sehr drauf. Wir sehen uns, bleibt fresh so wie immer und ciao.